Was hat denn aus dem wunderschönen Hannover das Wunder noch wunderbarere Köln gelockt? Das Stuttgart des Nordens. Ne? wie kam es dazu? Ich muss vielleicht mal mit einem großen Missverständnis aufräumen. Ich habe da jetzt 4,5 Jahre gearbeitet, aber ich komme da nicht her. Ich bin da nicht geboren. Ja. Ich komme aus Bochum, bin gebürtiger Bochumer, bin eingeschult und habe Lesen und Schreiben gelernt in der wunderschönen Stadt in Nordrhein-Westfalen, Köln. Kenne ich, ja. Also, wunderbar. Weil mein Vater hier früher gearbeitet hat und deswegen sind wir dann 1980 sind wir nach Köln gezogen, ob de Schelsig, Port Zündorf. Da war ich also zu Hause und bis 82 im ersten Schuljahr. Dann ging es retour nach Bochum. Dann habe ich Abitur gemacht in Eschen. Stark, studiert. Wie du den Lebenslauf jetzt noch gefälscht hast. Ja, hier, ne? Oder? Mein lieber Mann. Ich habe gedacht, das macht sie immer gut. Ne? und dann habe ich beruflich so eine kleine Rundreise gemacht, bin mit Fußball und Journalismus befasst, seit ich 15 bin, habe das parallel zur Schule gemacht, Germanistik dann studiert, war früher Kommentator. Daher kenne ich übrigens auch Thomas aus alten DSF-Zeiten. Ja? Wunderschönes Format, internationale Spiele, Laola mit Jan Henkel. Thomas als großem Experten für den europäischen Fußball, England, Spanien, Italien war... Wirklich eine tolle Zusammenarbeit, hat riesig Spaß gemacht. Ja, und dann war ich bei Rot-Weiß Essen, Sportfreunde Siegen, Pressesprecher, anschließend bei der DFL, beim DFB Fußballmuseum, dann 4,5 Jahre bei Hannover 96, unter anderem dort mit dem Sportdirektor Jörg Schmadtke zusammengearbeitet. Ja, ne? Ist bekannt, denke ich. Und dann habe ich im vergangenen Jahr einen Anruf bekommen, Köln, und jetzt bin ich hier. Ja, hört sich gut an. Wird sich denn an der Medienarbeit was ändern? Weil ich meine, wenn ein neuer Pressesprecher geholt wird, hat man vielleicht noch andere Gedanken, wie man strategisch ausrichten kann. Gibt es, ich meine, die Kölner Presse gilt ja völlig zu Unrecht als aggressiv und nicht handelbar. Ralf, glaubst du, dass du die Zeitungen in Köln ändern kannst? Nein. Da wird doch auch irgendwie ein Stück Kultur verloren gehen. Ne? Nee, Quatsch. Also wir wollen keine Medienrevolution machen. Wofür ich mit meiner Arbeit stehen möchte, ist eine verlässliche, gute Partnerschaft, täglicher Ansprechpartner. Und wenn man Dinge abspricht, dann sollen die eben verlässlich und klar sein, sowohl für die Journalistinnen und Journalisten, die tagtäglich zu uns kommen, als natürlich auch für den Club. Ja? Also Zusammenarbeit, Mannschaft, Trainer, Geschäftsführung, das ist ganz wichtig und ich finde immer, dass man tagtäglich ehrlich und offen miteinander umgehen muss. Da kann man sich auch mal zoffen, da muss man auch mal unterschiedlicher Auffassung sein, weil natürlich wir im Club manchmal eine andere Sicht der Dinge haben als die Zeitung. Das wäre auch irgendwo was falsch, wenn das nicht so wäre, das ist ganz in der Natur der Sache. Und wir sollten eins nicht vergessen, das wird die Zeitungen tagtäglich transportieren oder generell die Medien transportieren, das kommt bei Ihnen an, bei euch als Fans des FC. Wir machen das nicht, Interviews und Geschichten, weil wir die Journalisten so lieb haben, ja, und weil wir sagen, Mensch, da dem Kollegen vom Express, der müssen wir wieder einen Gefallen tun. Wir machen das für unsere Fans, weil die sind tagtäglich die Leserinnen und Leser, die wollen wissen, was passiert beim FC, was ist in meinem Club los? Und da haben die ein Anrecht drauf und deswegen wollen wir natürlich gut und offen mit den Medien zusammenarbeiten. Aber es gibt keine Medienrevolution, das ist alles Quatsch.